Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's auf eine kleine Trail-Tour und ich habe mich heute extrem gefragt, nachdem ich beim letzten Video schon so ein bisschen geguckt habe, was verbrauche ich auf so einer Tour mit dem E-Bike. Aber die Tour war halt nicht lang, also nicht repräsentativ für eine echte Tour. Und heute machen wir eine kleine Tour mit Trails und ich werde das Ganze mit meiner Fitbit auf Radfahren tracken. Und wir schauen mal, was ich da so verbrauche. Aber erstmal muss ich zu den anderen, zum Parkplatz. Und von dort aus fange ich an zu tracken erst. Ich habe mich bewusst an diesem Tag für das E-Bike entschieden, weil ich relativ platt von der ganzen Woche war. Dennoch wollte ich einfach mal wissen, wie viel Kalorien verbrenne ich eigentlich auf diesem E-Bike, wenn ich eine ganz normale 3-Stunden-Tour circa fahre. Also so, wie wenn ich ganz normal Trails fahre. Ich glaube, das Stück ist immer noch nicht so gut fahrbar hier. Nee, das tue ich mir nicht an. Nachdem wir die ersten Trailversuche hinter uns hatten, wollten wir dann eine Line ausprobieren, die ich schon ewig lang nicht gefahren bin, weil ich schon total überfordert war beim ersten Versuch. Und eigentlich wollte ich das Ganze bei dem Wetter und besonders beim E-Bike gar nicht erst probieren. Mann, ey. Also was, Leute? Komm halt nicht zum Stehen. Also mit dem Gewicht des E-Bikes bei so steilen Passagen und wenn es dann auch noch nass ist, da komme ich einfach überhaupt nicht zum Stehen. Und ich bin zwar irgendwie mehr schlecht als recht irgendwie da runtergerutscht, aber so wirklich safe hat sich das für mich noch nicht angefühlt. Also Steilabfahrten und steile Sektionen mit dem E-Bike, die gleichzeitig vielleicht ein bisschen technisch sind, muss ich auf jeden Fall in der Zukunft noch in Angriff nehmen. Wir waren ja nicht nur mit E-Bikern unterwegs und ich musste feststellen, dass diejenigen, die mit dem Biobike unterwegs waren, schon ordentlich ins Schnaufen gekommen sind und ich halt total entspannt. Das bedeutet also für mich im Umkehrschluss, dass diejenigen viel, viel mehr Kalorien verbrennen auf jeden Fall. Deswegen war ich langsam echt gespannt, was am Ende auf der Uhr draufsteht. Ich habe bis zum Schluss nicht drauf geguckt und ich glaube tatsächlich, die Peaks von meinem Puls waren definitiv bei den Abfahrten und nicht bei den Uphill-Sektionen. Ach, schön. Voll die Mocke.
Wo ich mir aber definitiv sicher bin, wenn man noch nicht so ein super hohes Fitnesslevel hat, kann man mit dem E-Bike tendenziell mehr Kalorien verbrennen, weil man einfach länger schafft, sich zu bewegen und vor allem auch prozentual länger in der Fettverbrennungszone bleibt. Scheiße. Alter, okay. Alter! Genau das habe ich erwartet. Was denn? Dass das so zu fahren ist. Ah ja, aber hast geschafft. Also einer Sache bin ich mir mittlerweile ganz, ganz sicher. Wenn der Boden irgendwann mal wieder trocken ist, dann muss sich das ja unglaublich schön anfühlen. Nicht ständig wegrutschen, nicht ständig geht das Hinterrad sonst wohin, sondern man kann auch einfach mal ganz normal geradeaus auf dem Trail fahren. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze sich bezahlt macht, dass man hier jetzt monatelang durch den Matsch geeiert ist. Wir hatten noch eine letzte Trail-Sektion offen, die der Thomas uns unbedingt zeigen wollte. Und ich war sehr, sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Am Ende stellte sich heraus, dass ich den Trail sogar kannte, aber halt nicht von dieser Seite aus. Und dann ging es ja auch noch auf den Rückweg. Und dann stand der letzte Uphill an und dann gab es auch endlich die Zahlen von den Kalorien. Ich glaube, das hier... Machen wir sowas wie einen Sprung. Ah, Junge.
hier sind wir. Also eine Sache muss ich euch vorab noch erzählen. Und zwar war es einfach so, dass irgendwann mein Energielevel auch ziemlich gesunken ist. Zwar nicht wegen dem Uphillfahren, aber vielleicht wegen dem ständig stetigen, konstanten Kalorienverbrauch. Das heißt, ich fand das Ganze jetzt nicht gar nicht anstrengend. Im Gegenteil, am Ende war es tatsächlich irgendwie auch anstrengend für mich. Aber ich habe es mehr an meiner Konzentration gemerkt und gar nicht so an den müden Beinen. Sondern ich habe einfach gemerkt, wow, meine Konzentration lässt irgendwie nach. Und das sprach einfach dafür, dass doch sich meine Energiespeicher nach und nach auch durch diese Tour auf dem E-Bike geleert hatten. So Leute, wie immer nach der Lüdi-Tour bin ich jetzt bei Steve Wippmer zu Hause. Und da hat jetzt die brandneuen Torx hier stehen. Sehr, sehr schick. Einmal XL-Ausführung, einmal L-Ausführung. Und ich muss schon sagen, das sieht schon gut aus. Vielleicht muss mein Torx auch noch hier hin. Müssen wir mal gucken. Aber ich blende euch das alles mal hier ein, die Screenshots für den Kalorienverbrauch. Das Ganze war eigentlich überhaupt nicht anstrengend, ehrlich gesagt, mit dem E-Bike. Aber dennoch 1300 Kalorien verbrannt. Und ich muss sagen, ich glaube, mit dem Biobike hätte ich wahrscheinlich fast das Doppelte verbrannt. Also zumindest ein Tausender mehr, weil das Ganze echt viel, viel anstrengender ist. Obwohl ich hin und wieder mal Leute geschuttelt habe mit dem E-Bike, war es trotzdem null anstrengend. Aber es ist auch so, dass wenn man jetzt irgendwie abnehmen will und man ein Kaloriendefizit haben will, dann kann man auf jeden Fall mit dem E-Bike vernünftig Kalorien verbrennen. Und das Ganze ist halt auch für jeden machbar und nicht super, super anstrengend. Mein Pulspeak war bei 142, aber ich glaube tatsächlich, das war bei einer Abfahrt und nicht beim Uphillfahren. Aber nichtsdestotrotz verbrennt das ja auch Kalorien. So, haben wir das geklärt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder das Talk fahre, weil heute bei diesen steilen Sektionen, da fühle ich mich einfach mit dem E-Bike noch null wohl. Ihr habt es ja gesehen auf den Videos, da konnte ich nicht besonders viel glänzen. Aber naja. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr eher Ausdauer trainiert mit dem E-Bike, um dann ganz, ganz viel Strecke zu machen und weniger anstrengend. Oder ob ihr euch lieber richtig abrackert auf dem Uphill und so weiter. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Ciao.